Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 12 Games auf der Hive auf dem MSG7 und heute spiele ich mit dem Account Skill-Exe, weil ich keine Lust habe, Punkte auf meinem Main-Account und Hacker zu verlieren, wie ich es gerade ein paar Mal getan habe. Und die lustigsten fand ich sowieso, das waren auch auf MSG7. Da vorne bin ich weggelaufen vor jemandem, der so aussah, als wäre ein Hacker, aber da wusste ich es noch nicht. Auf jeden Fall hat er dann auf einmal irgendwie Flyhacks angemacht oder so und war vor mir und hat mich mit Killaura zusammengebasht oder so. Kein Plan, auf jeden Fall. Schneide ich euch das, denke ich, mal fürs Intro, weil ich das irgendwie lustig fand. Auf jeden Fall habe ich mit dem Account hier, der hatte vorhin 8,2k, jetzt hat er noch 6,8. Also ihr könnt euch ausrechnen, wie viele Runden ich verloren habe. Und ich schätze mal, ich habe ungefähr 0 Kills gemacht, wenn ich mal ganz vorsichtig schätze. Und ja, ich habe mir jetzt mal ein anderes Ziel gesetzt als gewinnen, weil normalerweise, wenn ich aufnehme, denke ich mir so, ja, hoffentlich gewinne ich. Aber diesmal denke ich mir einfach, hoffentlich bekomme ich ein TNT und kann etwas versuchen. Weil ich mal was versuchen möchte mit einem TNT-Block, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das Eisenschwert noch gibt. Irgendwie war es ja so, dass es removed wurde. Also es gibt es eigentlich nicht mehr, aber ich gucke jetzt einfach mal nach, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre ja zur Not auch noch eine Tier-2 da oben, die ganz nice wäre. Und ja, ich hoffe mal, da ist was Gutes drin. Ja, in den Aufnahmen, die ich jetzt schon die ganze Zeit hatte, ging es um mein Texturenpack erstmal. Und zwar spiele ich im Moment mit einem Texturenpack von Cyber Cemetery. Oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird, ist mir eigentlich egal. Aber auf jeden Fall von ihm das Texturenpack. Ist ein cooler Dip. Das Scott gemacht. Und ja, also ich finde das Texturenpack ziemlich nice eigentlich. Problem bei dem Texturenpack ist, dass da vor allem, also dass da einige Sachen aus Redcraft sind oder R3D-Craft, keine Ahnung. Wie zum Beispiel das Schwert hier, wie ihr es seht. Und das Ding ist einfach, dass man sowas nicht zum Download freistellen darf. Also ich weiß, keine Ahnung, Samaribo macht das, Phasen AD macht das, irgendjemand anders macht es bestimmt auch. Eigentlich so gut wie alle, die ein eigenes Texturenpack haben, haben da irgendwie Redcraft oder so drin. Das Ding ist einfach, dass man es nicht darf. Es ist einfach so, man darf es nicht. Und mal gucken, ob das Eisenschwert noch hier ist. Oh, das ist sogar noch hier. Warum geht denn hier keiner hin? Naja. Also man darf es eigentlich. Es ist einfach so, dass man es nicht darf. Und die meisten machen es, aber eigentlich dürfen sie es nicht. Wenn man jetzt so richtig mieser wäre, dann würde man irgendwie, keine Ahnung, Redcraft Bescheid sagen oder so. Und die würden dann dafür sorgen, dass das Video gelöscht ist oder so. Aber es ist einfach so, man darf es nicht. Copyright und so darf man einfach nicht benutzen. Und deswegen darf das Texturenpack hier nicht zum Download freigegeben werden. Und meins im Übrigen auch nicht, weil da ist ja auch Redcraft drin, ne? Und ja, deswegen, ich darf es einfach nicht zum Download anbieten. Es wird so oft gefragt, ob ich das nicht zum Download anbieten darf, aber kann, aber ich darf es einfach nicht. Und ich habe irgendwie nicht so Bock, mir da irgendwie Ärger mit Redcraft oder so einzufangen oder keine Ahnung. Ich weiß ja, ob es bei Fateful auch so ist, aber ich glaube, was Bags PUBD Craft ist es auch so, aber ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich da nicht so Bock drauf, aber was die meisten von euch ja eh nur wollten, wäre ja der Bogen. Und den Bogen, ich weiß auch nicht, ob ich euch den in die Beschreibung verlinken darf, also ob ich es hochladen darf, so gesehen. Ich glaube, ich stelle euch einfach das Texturenpack in die Beschreibung, wenn ich es wieder finde, weil das wäre irgendwie so ein Realistic Texturenpack oder modern. Und ja, da könnt ihr euch das dann selber halt zusammenmixen, was ihr wollt. Und ansonsten, ich glaube, da war sonst auch nur gemixtes Zeug eigentlich. Also, ja, keine Ahnung, das Inventar habe ich selber gemacht, aber ich glaube nicht, dass ihr unbedingt ein Inventar wollt. Captain Eric drin steht, warum auch. Ist ja euer Texturenpack dann so gesehen. Und den Rest habe ich eigentlich größtenteils aus Fateful 64x64 oder aus Redcraft eben. Und aus, wie heißt das andere Texturenpack? Ich komme gerade nicht drauf. Fateful, Redcraft. Ja, Fateful und Redcraft halt zum größten Teil. Es sind halt die Blöcke und sowas alles. Und ja, wenn ihr, ja, ist es halt so, ich darf es nicht zum Download bieten. Und wenn ihr das halt haben wollt, den Bogen, dann guckt mal in die Beschreibung, ob ich da irgendwas verlinkt habe. Wenn nicht, tut es mir mega leid, dann schreibt mich mal bei Skype an, dann kann ich es schicken. Aber ansonsten keine Ahnung, also, ne. Tut mir sonst auch ein bisschen leid, aber es ist einfach so und, ja, so, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so einen YOLO-Sprung, mal gucken, ob ich den hinbekomme. Wow, das war sogar ziemlich gut, yeah. Ne, ich wollte eigentlich einen anderen Sprung machen und zwar hat mir Mello von dem Sprung erzählt. Und zwar kann man da irgendwie OP-TNT machen und auf das Druckplatte-Ding da springen und dann fliegt man irgendwie richtig hoch. Das will ich jetzt auch mal ausprobieren, aber erstmal noch der Account hier, der heißt Skill.exe. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, weil ich einfach schon so oft aufgenommen habe. Aber auf jeden Fall ist der Account von BoyCraftHD. Mega großes Dankeschön an dich, dass ich damit spielen darf. Weil, naja, ich verliere eh nur Punkte und so. Aber naja, so. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie es geht. Irgendwie so. Und dann rausspringen. Und das hat ja richtig gut funktioniert. Also, ich habe es noch nie gemacht, müsst ihr mir jetzt nicht hier so schreiben, aber naja. Ich glaube, nachdem ich den Team hier gekillt habe, werde ich eh nur die ganzen Jump Pads mal ein bisschen benutzen, weil ich da irgendwie gerade voll Bock zu habe. Und ich glaube, das ist mal ein bisschen spannender, als nur einfach eine Runde zu sehen, wo ich gewinne. Und hopp, nice, okay. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal alle Jump Pads zu benutzen, also keine Ahnung, ob das
schlau ist oder so, oder ob ich dann sterbe, aber ist mir jetzt irgendwie auch YOLO. Und hätten wir jemanden, wow, da ist jemand, wow, ich kann ihn nicht hätten, wow, warum auch immer. Und dann ist noch jemand, oh mein Gott, und ich habe mein TNT verschwendet. Und die Team war so klar, die Team gar nicht, lol. Okay, der ist, glaube ich, am Hacken. Ja, der ist ziemlich am Hacken. Und komm her, komm her, komm her. Okay, ist ins Haus gegangen. Kriegen wir den von hier? Na komm, na, oh, Mist. Okay, ich würde sagen, den Hacker versuchen wir nochmal zu klatschen. Da vorne ist er. Nein, nicht getroffen. Treffen wir ihn so? Nee, auch nicht. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie so Trickshots zu machen, aber ich krieg's irgendwie nicht so wirklich hin. What? Nein! Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich auch schlau gewesen, wie ich das benutzt habe, das Jumppad. Gerade eben. Nein, nein. Oh, ich hab ihn getötet. Oh, nice. Aber jetzt ganz schnell weg. Oh mein Gott, der Typ wird mich töten. Ich bin so tot. Oh, er schießt, dann kann ich ja ganz einfach weg. Nice, hinterm Baum und schon trifft er mich nicht mehr. Yeah, ich habe einen Hacker getötet und ich habe einen Jumppad benutzt. Und ich lade das einfach hoch, weil es ist einfach so. So, das Textimpact war irgendwie so, sowieso das Einzige, was ich ansprechen wollte. Ich glaube, das mit dem Flyer-Hacker schneide ich auch fürs Intro. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe in der Aufnahme. Wie gesagt, habe schon tausendmal aufgenommen jetzt, aber naja. So, ich weiß gar nicht, über was ich sonst noch reden könnte, also ich bin jetzt halt den Account hier ein bisschen zum Spielen. Ihr müsst nicht davon ausgehen, dass ich das immer bin. Also, wenn ich der Account bin, dann schreibe ich eigentlich nichts, aber wenn ich der Account nicht bin und ihr den irgendwie mit Erik Fragezeichen anschreibt oder so und der antwortet, bin ich das eigentlich nicht, weil normalerweise antworte ich nicht, also, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich das jetzt immer bin oder so, das habe ich auch auf Hanikel. Ich bin nicht der Einzige, der auf Hanikel spielt, by the way. Es gibt noch ein paar andere Leute, die das dürfen. Also, aber nur ein paar. Die kenne ich auch alle, aber trotzdem. Und ja, die können natürlich euch auch mal verarschen, dass sie sagen, dass ich das bin, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall geht halt nicht davon aus, dass ich das bin und TextSimpact darf ich nicht zum Download dann bedienen. Das hier auch nicht. Obwohl ich das hier eigentlich ziemlich gut finde, vor allem das Eisenschwert, das ist ja aus diesem Huachi Texturenpack. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich echt geil. Und die Herzen finde ich ein bisschen unerkennbar, wenn ich ehrlich bin, weil irgendwie. Das ist so blau einfach und das kennt man, finde ich, nicht so gut, wenn man weniger Herzen hat, weil das dann halt schwarz ist und schwarz und blau kann man ja mal verwechseln halt. Auf jeden Fall, keine Ahnung, das war's eigentlich. Tut mir leid, dass ich wieder schon 4 Tage nichts hochgeladen habe, aber liegt einfach daran, dass ich im Moment beim FAQ bei bin, also ich habe Gameplays und so aufgenommen und das FAQ wird hoffentlich bald kommen, also es wird ein ziemlich langes Video, ist mir aufgefallen. Vielleicht werden es auch 2 Teile, ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache, aber ich hätte es eigentlich ziemlich gerne in einem Teil. Ich kann dafür nochmal Werbung machen eigentlich, und zwar habe ich ein Video hochgeladen, FAQ, falls ihr das nicht gesehen habt, dann schaut es euch an, da könnt ihr mir Fragen stellen, die ich beantworten werde. Und ja, weil es wird jetzt erstmal so die einzigste Möglichkeit sein, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Und ich werde die halt auch alle beantworten, wie gesagt. Und ja, also, wenn ihr eine Frage habt, dann stellt sie mir am besten, vielleicht habt ihr auch eine neue Frage und stellt einfach noch eine oder so und ja. So, ich hoffe, ich verliere das Deathmatch, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass ich so weit komme. Ich wollte eigentlich sterben, habe das aber irgendwie nicht so wirklich hinbekommen. Naja, mal gucken. Ich würde sagen, ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Da hinten hätten wir jemanden mit ganz netter Ausrüstung, da hätten wir jemanden mit Verkette, der auf mich geht. Ich glaube, das ist der Typ von vorhin. Runter mit dir. Ich treffe ihn nie. Ich würde sagen, ich steal einfach irgendeinen Kill. Die beiden Team ja wohl nicht. Also klar, ne? Was soll ich dazu sagen? Team im Deathmatch. Eigentlich habe ich gar keine Lust, gegen die zu spielen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen YOLO versuchen, gegen die zu kämpfen. Und, ja. So, nice. Okay, runtergefallen. Und in der Luft getroffen und nochmal getroffen. Nein! Oh mein Gott. Okay, scheiße. Naja. Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Und ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid, dass ich das Textimpact nicht zum Download anbiete. Und ich hoffe, dass ihr es mir auch verzeiht, dass das jetzt nicht so eine geile Runde war. Es tut mir echt leid, aber das ist einfach die 8. Aufnahme oder so. Keine Ahnung. Und ich habe nicht mehr so viel Lust dazu. Auf jeden Fall sollte ich vielleicht mal in den Hub gehen, so. Und ja, die nächsten Aufnahmen werde ich versprechen, dass sie besser werden. Also ich werde jetzt auch versuchen, halt, wie gesagt, bessere Aufnahmen zu bringen. Ist einfach so. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich mal andere PvP-Spiele machen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Private Fearless kennt. Das ist ein englischer YouTuber, der macht auch sowas fähig. Also so PvP und Survival Games halt. Und er hat so gemacht, er hat eine Serie auf seinem Kanal, die heißt einfach Minecraft PvP. Und dann macht er da einfach in jeder Episode ein anderes Spiel. Und ich finde das eigentlich ziemlich nice, weil es gibt ziemlich viele Spielmodi, die ich gerne spiele, aber die ich irgendwie nur einmal hochladen würde, zum Beispiel wie The Walls oder Mega Walls zum Beispiel, die würde ich dann halt jedes Mal einmal hochladen und ich finde die eigentlich ganz nett, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das finden würdet, also so eine eigene Reihe quasi für PvP-Spielchen
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag Fly, weil ich von einem Fly-Hacker getötet wurde. Also Hashtag Fly, wenn ihr ein bisschen geguckt habt. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.